Moin, hallo, herzlich willkommen zur 20. Ausgabe der Harshes Abenteuer Gummistiefel-Vorstellung. Damit feiern wir ein kleines Jubiläum und so ein Jubiläum bringt ja auch immer Überraschungen mit sich. Eine solche Überraschung waren für uns diese Gummistiefel hier. Und zwar schauen wir uns heute Comic Stomp an. Das sind Kindergummistiefel, unisex, für Jungen und Mädchen gleichermaßen geeignet. Und warum sie uns überrascht haben, erfahrt ihr jetzt im Laufe dieser Vorstellung. Zunächst einmal, es sind absolute Alltagsgummistiefel, die auch gerne mal für den Ausflug in die Natur raus geeignet sind. Und ihr bekommt sie bereits für Kleinkinder ab Größe 22 und es geht bis Größe 38. Damit sind sie auch eine hervorragende Wahl für Damen mit Untergrößen und auch Damen mit größeren Füßen können eben bis Größe 38 sich mal im Blick riskieren für sich selbst und nicht nur für die Kinder. Bei den Farben geht es vom klassischen Schwarz, wie ihr es hier in der Variante hier seht, bis zu bunten Farben wie Lila. Auch da ist für jeden auf jeden Fall was dabei und für alle Geschmäcker die richtige Farbe zu finden. Beim Preis geht es so bei 24 Euro schon los draußen in den diversen Shops und am einfachsten bekommt ihr sie über Amazon. Es gibt sie allerdings auch in diversen anderen Online-Shops. Manchmal könnt ihr vielleicht auch Glück haben und findet sie dann in einem normalen Ladengeschäft. Das ist allerdings eher selten der Fall. Und ja, wir haben es hier mit PVC-Gummistiefeln zu tun. Das ist so der klassische Gummistiefel-Kunststoff. Im Normalfall ist natürliches Gummi die bessere Wahl, weil weniger Abfall bei der Produktion anfällt und es generell etwas ökologischer ist. Hier ist es allerdings so, dass das PVC laut dem Hersteller recycelbar ist und zumindest dann kann man mit relativ ruhigem Gewissen auch PVC-Gummistiefel kaufen, denn sie werden nicht einfach irgendwo in Müll geschmissen, verrotten dann 100 Jahre lang, sondern es kann eben was Neues nochmal daraus entstehen. Der Hersteller Kamek kommt aus Kanada und die Gummistiefel werden überraschenderweise für den relativ günstigen Preis auch dort hergestellt. Und da geht es auch schon so ein bisschen los mit den Überraschungen. Denn wir haben es hier nicht einfach mit Billiggummistiefeln zu tun, wie man auf den ersten Blick bei der relativ simplen Optik hier vielleicht erwarten könnte, sondern es sind eigentlich richtige Markengummistiefel. Der Hersteller ist bei uns nur wenig bekannt, in Übersee sieht die Sache auch schon etwas anders aus. Und dementsprechend, wenn wir uns die Verarbeitung einmal anschauen, bei PVC-Gummistiefeln kommt eben ein Verfahren zum Einsatz, wo die Stiefel im Prinzip in eine Form gegossen werden. Da ist immer wenig Spielraum, was die grundsätzliche Form und Fehler angeht. Allerdings gibt es dann hier auch diese charakteristische Naht in der Mitte und da bilden sich dann dran und drumherum gerne mal unschöne Gusskrate. Die kommen hier allerdings gar nicht vor und was immer ein Indikator ist, ist auch hier oben dann der Schnitt am Schaftende. Ist nicht zu 100% perfekt, aber da wir hier von Gummistiefeln reden, die bei 24 Euro bereits losgehen, ist das hier so völlig in Ordnung. Von daher ist auch die Verarbeitung überzeugend. Und beim Innenfutter kommt das ganz typische dünne Trägermaterial zum Einsatz, wo das Gummi drauf liegt. Also eigentlich haben sie kein richtiges Futter. Hier ist immer dann der Tipp von uns, es sollten auf jeden Fall vernünftige Socken in den Gummistiefeln getragen werden. Es ist hier so, dass das Gummi anscheinend relativ vernünftig ist. Billige PVC-Gummistiefel oder generell aus Kunststoff bestehende Stiefel riechen oft sehr streng, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Hier allerdings so ein strenger Geruch nicht. Klar, die riechen leicht nach Gummi, das sind letztendlich auch Gummistiefel. Allerdings ist der Geruch jetzt nicht so störend und ist jetzt kein Indikator, dass da keine große Schadstoffbelastung drin ist. Ist aber erstmal ein gutes Zeichen. Von daher, ja, ordentliche Socken anziehen und dann sollte das mit dem fehlenden Futter durchaus funktionieren. Der Schaft selber ist eher halbhoch. Es gibt noch kürzere halbhohe Gummistiefel, aber er hat hier eine angenehme Länge. Also es ist gut Bewegungsspielraum. Das ist immer das Problem, wenn Kindergummistiefel so hoch sind. Es schränkt dann schnell in der Bewegungsfreiheit ein, wenn es nicht besonders gutes, geschmeidiges Gummi ist. Und ja, die halbhohe Höhe ist trotzdem hoch genug, um vernünftigen Schutz zu bieten, wenn es mal in tiefere Pützen geht oder an die Küste oder in den Matsch. Das passt hier auf jeden Fall gut. Und das Gummi ist sehr fest und stabil. Das ist gerade bei Kinderfüßen interessant. Gerade bei kleineren Kindern ist sehr wichtig, dass der Fuß einen stabilen Halt in den Stiefeln hat. Das ist hier relativ gut. Es ist natürlich nicht so perfekt wie bei klassischen Kleinkinderschuhen, die es in den entsprechenden Fachgeschäften gibt. Für Gummistiefel, die immer für kleine Kinder nur einen Kompromiss darstellen, ist es hier auf jeden Fall in Ordnung. Für größere Kinder ist es nicht mehr ganz so wichtig, aber auch die freuen sich natürlich, wenn die Stiefel hier rumwabbeln. Dazu kommt, dass der Schaft anatomisch geschnitten ist. Auch das passt sich gut ins Bein an, ist immer angenehm beim Tragen. Und die Schaftweite
sollte so geschnitten sein, dass es den meisten Trägern und Trägerinnen passen sollte. Besonders kräftige Beine könnten irgendwann an die Grenze stoßen. Sehr schmale Beine sind kein Problem, weil das Gummi eben sehr hart ist und der Schaft dann nicht so rumschlackert. Bei der Sohle zeigt sich auch nochmal, dass wir es mit absoluten Allroundern zu tun haben. Also es ist ein Profil da, es ist nicht sonderlich grob, bietet allerdings genug Halt auf allen möglichen gängigen Oberflächen, Untergründen, Entschuldigung, ohne jetzt zu sehr in das ein oder andere Extrem zu verfallen. Das heißt, ihr könnt damit problemlos mal durch den Wald, wie gesagt, im Matsch sollte das einigermaßen guten Halt bieten. Aber es ist auch nicht so grob, dass ihr durch den Strandsand nicht mehr kommt, wenn der Ausflug mal an die Küste geht. Selbes gilt dann auch in der Stadt, bietet guten Halt, funktioniert. Und ja, damit kommen wir jetzt nochmal abschließend zu der Frage, warum uns diese Stiefel so überrascht haben. Wie ihr jetzt im Laufe der Vorstellung festgestellt habt, es gibt keinen richtigen Kritikpunkt. Das hätten wir beim Auspacken uns so eigentlich nicht gedacht, denn alles an diesen Kamikumi-Stiefeln schreit nach Billigstiefel. Optik, Material, alles eigentlich. Und trotzdem war Trudi, als sie dann in der Praxis die Stiefel für euch getestet hat, absolut überrascht davon, wie bequem sie zum einen sind. Also auf langen Spaziergängen tragen sie sich absolut top. Und zum anderen halt auch dann, wenn man genauer hinschaut, sieht man, die Verarbeitung stimmt. Es gibt eigentlich nichts zu meckern. Es gibt natürlich deutlich bessere Gummistiefel, die allerdings natürlich auch deutlich mehr kosten. Aber gerade auch der feste Halt für Kleinkinder ist durchaus ein Vorteil gegenüber den viel teureren Markenstiefeln, die wir sonst euch auch schon vorgestellt haben, die oft sehr weich sind im Fußbereich. Von daher, wir sind überrascht, positiv in dem Fall, und hoffen, dass ihr es auch seid. Denn damit kommen wir dann auch zum Ende der Vorstellung. Wie immer findet ihr den ausführlichen Test mit jeder Menge Bildern und weiteren Informationen unter www.harsches-abenteuer.de. Der Link ist auch hier in der Videobeschreibung für euch unten verlinkt. Und ihr findet bei uns im Kanal hier jede Menge weitere Videos zu Gummistiefeln, die wir für euch getestet haben, für Damen, Herren und Kinder, für alle Situationen. Schaut da gerne mal vorbei. Lasst ein Like bei dem Video hier da, dann unterstützt ihr uns, sorgt dafür, dass unsere Videos eine gewisse Reichweite erreichen. Abonniert den Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Und damit sage ich jetzt bis zum nächsten Mal.